Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist damit geschlossen hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände. Die Aktuelle Stunde der Grünen zum Thema Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsversorgung ist beendet. Als nächstes geht es dann mit im Tagesordnungspunkt 1 um ein Gesetz, das die steigenden oder gestiegenen Lebenshaltungs- und Wohnkosten abfedern soll durch Ausgleichsmaßnahmen. Unter anderem sollen Alleinerzieherinnen, Alleinverdiener, Arbeitslosengeldbezieher, Notstandshilfebezieher, Mindestpensionistinnen von Juli des heurigen Jahres bis Dezember 2024 einen monatlichen Sonderzuschuss erhalten, um eben die Teuerung für diese Finanzschwachen abzufedern. Demgemäß haben wir eine Tagesblockzeit von 8,5 Wiener Stunden. Daraus ergeben sich die Redezeiten wie folgt. Dem Gesetz haben im Ausschuss 85 und vier Parteien, die Regierungsparteien, die SPÖ und die FPÖ, zugestimmt. Das Abstimmungsverhalten der NEOS ist noch offen. Erste Rednerin wird Eva-Maria Holzleitner sein, die Bundesfrauensprecherin der SPÖ und die Sprecherin für Frauen und Jugend. Einstimmig angenommen. Wir kommen und gehen damit in die Tagesordnung ein und gelangen zum ersten Tagesordnungspunkt, Bericht des Ausschusses für Familie und Jugend über den Antrag 3430 der Abgeordneten Sieber, Kotzer, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Lebenshaltungs- und Wohnkostenausgleichsgesetz geändert wird in 2062 der Beilage. Ich darf die Frau Bundesministerin Raab recht herzlich begrüßen.